Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Schnäppchen-News-Video. Ich bin Papa Oki und das sind meine Funde Anfang Mai. Als erstes mal eine kurze Info. Am 7. Mai gab es beim Mediamarkt die EVGA GTX 1660 Super für 329 Euro. Diese Karte haben wir im Herbst 2020 für 209 Euro gekauft, also gerade mal 100 Euro noch mehr als die normalen Preise. Denn die kostet ja derzeit 540 Euro aufwärts, also mehr als das Doppelte, was sie vor einem halben Jahr gekostet hat. Und fast zur gleichen Zeit hatte auch der Saturn, das ist ja der gleiche Konzern wie Mediamarkt, eine Asus GTX 1650 Super für um die 350 Euro, also 20 Euro zwar mehr, aber auch immerhin noch ein bezahlbarer Preis. Versteht sich natürlich, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicherlich, ja, warum erzählt er uns das dann noch? Ja, ich will euch nur mal einen Tipp vom letzten Mal noch einmal in Erinnerung rufen. Schaut immer wieder bei den großen Playern rein. In der Nacht am allerbesten, wenn die Angebote hochgeladen werden. In dem Fall habe ich es aber früh um 9 sogar noch gesehen für den Preis. Um 9:30 war aber schon nichts mehr da. Also immer wieder mal, wenn ihr Zeit habt oder im Internet unterwegs seid, schaut mal kurz rein, legt es euch vielleicht als Favorit rein und vielleicht könnt ihr dann auch mal ein Schnäppchen machen. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, an eine Karte zu kommen. Und so krank es klingt, die großen Hersteller wie Dell, Acer, HP, Lenovo, die bauen ja komplett PCs mit guten Karten, die kommen auch an Karten ran und die sind derzeit günstiger, als wenn man sich einen PC selber zusammenbaut. Die bauen dann zwar oft seltsame Komponenten zusammen, beziehungsweise auch Konfigurationen, wo nicht ganz logisch sind, wie zum Beispiel Dual-Channel-RAM nur mit einem RAM besetzen oder sowas, oder ziemlich knapp bemessene Netzteile, aber das sollte euch egal sein, denn ihr kauft den PC, holt euch die Grafikkarte raus, steckt eure alte rein und verkauft ihn natürlich mit Abschlag für die Grafikkarte gebraucht auf dem Markt als neuwertig oder fast neuwertig. Erwähnt, dass eben eine andere Grafikkarte drin ist und ihr werdet es trotzdem loskriegen. Und es ist eine Win-Win-Situation für beide. Ihr habt die neue Grafikkarte und derjenige, wenn er einen fairen Preis macht, kommt an einen relativ günstigen PC, den er halt dann später vielleicht auch mal mit einer Grafikkarte aufrüsten muss, wenn sie wieder bezahlbar sind. Ja, und der erste PC-Tipp, den ich gefunden habe, ist ein Medion-Rechner. Der ist zwar nicht bei Aldi zu haben, sondern bei Notebooks billiger und kostet 1199 Euro. Der PC hat zwar ältere Komponenten drin, wie einen i5-9400, aber der hat immerhin 6 Kerne und 16 GB RAM sowie 512 GB SSD. Und er hat eine RTX 2070 drin und die hat immerhin schon 8 GB Videospeicher. Diese älteren Komponenten sind auf keinen Fall langsam und die reichen noch dicke zum Spielen. Ja, und diese RTX 2070, die kostet, wenn ihr sie überhaupt noch bekommt, irgendwo um die 1000 Euro. Also dann könnt ihr euch ausrechnen, was der restliche PC kostet. Wenn ihr euch selber schon einen schnellen Rechner habt, wo schick ausschaut, dann holt euch die Grafikkarte und steckt eure ältere Grafikkarte da rein, verkauft den wieder gebraucht oder nehmt den kompletten PC mit den Einschränkungen, dass hier teilweise eben der DIMM oder so nicht passt. Kommen wir zu meinem zweiten Tipp, den haben wir ebenfalls bei Notebooks billiger gefunden, und zwar diesen Lenovo IDEA Central G5 für 849 Euro. Der sieht zwar etwas verschoben aus, aber das soll euch ja nicht stören. Herzstück ist hier schon ein i5-10400, also eine Generation neuer als der letzte. Hat ebenfalls 6 Kerne, aber 12 Threads. Der andere hat ja nur 6 Kerne, der hat ja kein Hyper-Threading. Ebenfalls 16 GB RAM und 512 GB SSD. Von den Prozessorleistungen ist der also eigentlich besser, aber er hat eine etwas kleinere Grafikkarte, und zwar der hat nur eine RTX 2060 mit 6 GB Videospeicher. Aber auch diese Karte kostet momentan noch um die 600 Euro. Der ganze PC kostet 850 Euro. Also das ist auch zum Beispiel eine Option. Wenn ihr vielleicht eine alte GTX 79 oder so habt, könnt ihr die Karte wechseln und dann kann man auch den noch gut gebraucht verkaufen. Ja, und dann last but not least mein absoluter Favorit. Und zwar habe ich den bei Alternate gefunden. Es ist ein HP Pavilion Gaming Desktop.
TG01 1214NG, der kostet gerade mal 729 Euro. Der hat ebenfalls diesen 10400er Prozessor mit 6 Kernen und 12 Threads, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD. Und er hat eine GTX 1660 Super drin. Auf den ersten Blick meint man, er hat eine normale 1660 drin. Erst wenn man dann in die Details guckt, sieht man, dass es eine 1660 Super ist. Vielleicht ist deswegen noch was vorhanden. Einziger Pferdefuß bei dem System ist eben, dass er zwar 16 GB hat, er hat nur zwei Slots, das heißt, die haben einen Slot besetzt mit den 16 GB, der zweite ist frei. Um Dual Channel nutzen zu können, müsste man einen zweiten 16 GB DIMM kaufen, der so um die 80 Euro zurzeit kostet. Dringend notwendig ist das natürlich gleich nicht, dass man den zweiten DIMM besetzt, aber ein bisschen Performance verliert er dadurch. Ja, wie ihr gesehen habt, findet man bei den großen Herstellern oft wesentlich bessere Angebote, als wenn man sich den Gaming-PC selber zusammenbaut. Bis vor kurzem hatte ich auch noch ein Angebot gesehen mit einer RTX 3060 Ti, so auch um die 850 Euro, aber das war natürlich auch sofort weg. Also schaut doch ab und zu mal bei den großen Anbietern nach, ob hier wieder eine neue Charge da ist. Dann habt ihr vielleicht eine 3060 Ti, eben für 850 Euro hat der PC gekostet. Die kostet im Einzelhandel ja schon mehr. Ja, ich wünsche euch nun viel Spaß bei der Schnäppchenjagd. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Bis bald!